Hallo Welt, da sind wir wieder. Na, ich bekomme das nicht so richtig mit, wenn die Aufnahme startet hier, deswegen kam die Anmoderation etwas spät. So, hier hast du sofort wieder was. Versorgungsmission starten können wir doch mal machen. Machen wir doch mal. So, the other day I woke up face down in the mud with no memory the night before and my first thought was, what a great evening. But then it came to me, a brainwave, protection. You help some of the locals deal with the outlaws around here. They pay you with supplies. Everyone feels good about themselves. Genius, right? Und nun verdiene Vorräte. Sammle die Vorräte vom Lieferanten ein und bringe sie zum Lager. Die Produktion. Um die Produktion fortzusetzen. Das Abliefern der Vorräte füllt auch die Dingens auf. Das sind die Vorräte hier. Begib dich zum Grundstück des Lieferanten in 10 Minuten. Hier ist das. Hey! Ich bin da noch gar nicht. Ich muss da erstmal gucken. Essen. Nein. Ah, zum Lager bringen, das dürfte ja nicht so weit sein jetzt. Nice work.
from that sale. See you later. Händler 2? Wir waren doch schon auf 10. Oder nicht? Wir wollten doch auf 22, glaube ich, damit wir irgendwas machen können. Irgendwas bauen können, oder? Alles noch versperrt hier. Auf 2 bekommen wir... Was bekommen wir denn auf 2 jetzt? Diese Sachen hier. Ach so, die Gürtelschnalle, da ist sie. Kostet aber auch, das müssen wir auch jedes Mal kaufen. Ich denke, wir kriegen mal eine Belohnung auch für irgendwas. Schaltet Eintopfrezepte frei, die deine Kerne verstärken. Okay, und das hier? Hammer, ein klassischer Hammer, taugt als durchschlagkräftige Nahkampfwaffe. Nee. Kladruber, Rappe. Auch teuer. Ach Gottchen. Monterey. Naja. Das hier möchte ich haben. Freischalten. Suppentopf. Schaltet Eintopfrezepte frei, die deine Kerne verstärken. So. Ja, und was brauchen wir? Ach so, Moment. Das muss man sowieso freischalten. Ach so, und dann nochmal der Ladenpreis dazu? Nein, oder? Ah, Moment mal, was ist das hier unten? Lanchester Repetiergewehr-Variante. Eine Variante des Lanchester Repetiergewehrs für Sammler. Kann auf jedes Lanchester-Repetiergewehr im Besitz angewandt werden. Ist das das Zielfernrohr? Ich dachte, das sieht aus wie Werkzeug hier. Ich dachte, das wäre Werkzeug vielleicht. Seefahrergürtelschnalle. Ja, dann den Feldspaten. Nehmen wir den. 350 kostet der. Ein hochmoderner Spaten, speziell entworfen für die archäologische Ausgrabungen. Ein essentielles Werk. Zeug zum Ausgraben von Sammlerstücken. Also doch, müssen wir graben. Ah, der sieht ja auch cool aus. McKinney-Sattel. Ja, ich glaube, den müssen wir, ob wir wollen oder nicht, da können wir noch so lange hier rumrennen, den müssen wir so freischalten. Aber dann müssen wir den auch noch kaufen, scheinbar. Sollen wir jedes Mal ein Pferd freischalten? Dann wird aber doch der Laden, der Preis bestimmt auch teurer. Also, das heißt, der Laden wird teurer, die Stallgebühr wird teurer wahrscheinlich dann. Was haben wir auf 1 gehabt? Das Gleiche. Verstehe ich nicht. Ach so, dafür bekommen wir so ein Ding. Naja gut, wir haben uns jetzt den Topf hoffentlich gekauft. Den Hammer brauchen wir nicht. Wie teuer ist der Topf? $650! Oh Mann, oh Mann. Wieso bekommen wir da nicht irgendwas gratis? Katalog. Ah, Moment. Katalog? Puh.
wo, jetzt müssen wir in die Stadt und den kaufen. Oder können wir das über den Katalog machen? 650, was müssen wir denn jagen dafür? Kopfgeldjäger haben wir ja noch gar nichts gemacht, oder? Da können wir aber auch was freischalten. Was denn? Verstärktes Lasso, naja. Schofield, Revolver-Variante und dann ein... Oh, ja, die sehen gut aus. So ein Bretone-Pferd. Kräftig sehen sie aus. Okay. Wow. Und Gold. Viel zu viel Gold für meinen Geschmack. Oh, schicke Gürtelschnalle. Naja, das ist... Kopfgeldjäger ist, glaube ich, nichts für uns. Das hat nicht geklappt bis jetzt. Schade eigentlich. Vielleicht später mal. Ja, den Spaten haben wir jetzt, aber... Haben wir den jetzt im Inventar, oder? Wir können ja nicht doppelt bezahlen, oder? Doch. Ein wertvoller Goldzahn kann für Geld verkauft werden. Schatzkarten und Sammlerstücke, Sammlungen. Da unser Topf ist nicht da, für 600 sollen wir den kaufen. Boah, da sitzen wir ja wirklich ein halbes Jahr dran. Das kann doch nicht wahr sein. Da muss man den zweimal bezahlen. Einmal mit dieser Dublone, um den überhaupt freizuschalten und dann nochmal $600. Das ist doch irgendwie, das ist doch echt der Hammer. Stocks are looking good. Ja, da müssen wir so 20 Mal hier so eine Mission machen. Boah. Found ourselves a decent spot here. Boah, ey. Das ist aber äußerst frustrierend an allen Ecken hier, oder? Wenn das nicht so schön wäre, dann... Dynamit? Wo haben wir denn Dynamit auf einmal her? Wer gibt uns Dynamit? Schmeiß das weg! Wo? Wieso? Warum haben wir das? Mach das weg! Ist das eine Kerze? Das ist doch keine Kerze! Ich kann nichts mehr auswählen! Wo haben wir denn jetzt Dynamit her auf einmal? Jesus fucking Christ! Yeah, boy! Immer mit der Ruhe! Ich hab doch nichts gemacht! Jetzt habt ihr mir das... Oh! Das Ding verscheucht. Oh, jetzt haben wir Dynamit, da müssen wir aber aufpassen. Was ist das? 200? Sonst war das doch immer 130. Naja, ist gestiegen. Ach, da haben wir ja das Nahkampf-Kriegsbeil, endlich. Okay, aber wir nehmen das Messer erstmal. Keine Ahnung, wo unser Gewehr geblieben ist. Wir haben das mal aufs Pferd geladen und dann haben wir es nie wieder gesehen. Weil da ist nichts drin im Pferd. Wahrscheinlich haben wir es doch weggeworfen oder so. Okay, wir machen das so. Wir probieren mal Folgendes aus hier. Pflanzenköder benutzen. Haben wir ja noch nie. Was anzünden? Ich sehe nichts. Thank you.
Das funktioniert ja echt. Okay, gut. Wir haben nur noch 9 Pfeile, also heben wir das Ding auf. Und reiten mal in die nächste Stadt, wir brauchen Pfeile. Also das geben wir noch ab hier. Supplies are good. I'm a happy man. Excellent. Thank you. Wo ist dann die nächste Stadt? Wir brauchen zum Beispiel den Gemischtwarenladen. Oder den Büchsenmacher, das ginge auch. Ist aber weit weg alles, oder? Gemischtwarenladen, ist das der nächste? Na gut, das ist ja nicht so weit weg. In Blackwater? Blackwater ist doch viel näher. Gibt's da keinen? Oh, das wäre Armadillo. Das ist noch weiter weg. Blackwater wäre die nächste Stadt, meine ich. Das ist ja noch weiter, das ist auch weiter. Tumbleweed ist auch weiter. Rhodes ist sehr weit und St. Denis ist auch weit. Blackwater, ich denke, das ist der nächste. You know, I was just thinking, it's been years now since I slept with 4 walls around me. Even longer with 4 walls and a roof. But I've never been happier. So, das mit dem Reh hat aber auch nur einmal geklappt, glaube ich, oder? Ja, die fressen das weg und dann... Da muss man noch mal einen Köder auslegen. Ja, aber wenn das so schnell geht mit dem Köder, dann lohnt sich das ja sogar. Ah, wieder ein Pfeilverlust, aber es regnet. Ich habe da jetzt keine Lust, hinterher zu reiten. Okay, dann geht's also in der nächsten Folge Richtung Blackwater einkaufen. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.